So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, ich bin jetzt schon Level 67. Also die Sache, rette die Welt, ist schon zum Leveln echt perfekt. Aber ihr seht schon, wir haben heute was Neues im Shop drin. Denkt dran, bevor ihr irgendwas kauft, achtet immer drauf, ob ihr einen Creator-Code eingetragen habt. Ihr müsst nicht meinen eintragen, aber Hauptsache, da steht irgendeiner. Verschenkt nichts. Also meiner ist halt YT-Family. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder anderen auch noch eintragen würde. Danke an die, die ihn drin haben. Und in dem Sinne gucken wir uns dann einfach mal das neue Paket an. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt ganz nach oben. Zack, 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 zack. Und da ist das gute Paket. Einmal die Chloe Kim mit vier verschiedenen Stilen. Ist nicht verkehrt, aber ich sag ganz ehrlich, mir gefällt nur ein einziger Stil davon. Natürlich, ihr zeigt mir wieder nicht alle. Ja, Epic Games, ihr macht da immer so Fails. Ich würde sagen, für mich persönlich, der Stil ist der einzige, der mir gefällt. Ja, der sieht doch nicht so aus. Anzeigefehler, man kennt es wieder. Typisch Epic Games, wir probieren es nochmal. Ne, er zeigt den Stil nicht richtig an. Gott, furchtbar. Aber wie gesagt, dann gibt es noch das Rückenaccessoire dazu. Und dann noch die Pickaxe. Ja, ist okay. Ja, aber der Kleider ist natürlich heftig. Aber ich bleibe dabei bei Kleidern. Die klassischen sind einfach in meinen Augen die besten. Gerade wenn du irgendwo hinfliegst, dann das Snowboard Flip Emote und natürlich der Ladebildschirm noch. Für 2400 Euro, 2400 Euro, ja. Für 2400 V-Bucks ist okay, aber ich weiß nicht. Also, dann haben wir noch weiter drin. Unendlichkeit, Sternschlag, ewiger Nullpunkt. Hatte ich mir damals gekauft, als ich mit Fortnite und YouTube angefangen habe. Dann Raptor drin, Velocity, Sturmbomber, auch glaube ich mal selten. Dann Partylöwe, dann der Partyprügler, die Scharlachnatter ist auch wieder drin. Dann denkt dran, Copyright. Dann der Mathe-Tanz. Elektrifiziert. Und Röstlichkeit. So, dann haben wir von gestern die Cobra Kai-Geschichte noch komplett drin. Dann natürlich Mary Jane und der grüne Kobold komplett. Und dann das Micha-Pop-Paket. Aufstieg der Schattenpaket. Tech-Zukunft-Paket und Minz-Legenden-Paket. Auch noch ebenfalls drin. Sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Ich würde sagen, ich gehe ganz entspannt wieder in Rette die Welt rein. Versuche noch ein paar XP rauszuholen. Ich denke mal, Level 100 werde ich erst nächstes Wochenende. Aber dürfte eigentlich klappen. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Denkt dran, die Uhr wird umgestellt. Und in dem Sinne, haut rein.